Green Lantern Licht. Wir sollten uns unterhalten. Fangen wir mit den Manhuntern an. Wir waren der erste Versuch der Wächter, eine Polizeimacht aufzustellen. Wir sind allen überlegen. Ach ja? Wieso konnte ich Schwächling dich dann stoppen? Gut, kommen wir jetzt zum Informanten. Gespräch beendet. Unsere Mission war erfolgreich. Direktive. Die Wächter und ihre Verbündeten müssen sterben. Jetzt. Was zum Teufel? Was bist du? Er hat wohl nicht gerne Fragen beantwortet. Aber wer hat den Manhuntern von der gelben Energie im Bunker erzählt? Woher zum Teufel wussten die davon? Zentralbatterie bei geschätzten 37% Energie. Reparaturen eingeleitet. Somit operieren wir also nicht auf voller Leistung. Dürfte trotzdem mehr als genügen. Trianguliere Ziel des Manhunter Landungsschiffs. Sie steuern auf ihren Heimatplaneten Bio zu. Wo hast du denn gesteckt, Erdling? Antworte nicht. Diese Information darf nicht ausgesprochen werden. Nein. Zu viele sind bei der Verteidigung gestorben. Sie haben das Recht, den Grund dafür zu erfahren. Bunker? Die Zentralbatterie sammelt die Willenskraft des Universums und wandelt sie in Energie um. Zu ihr existiert noch ein Gegenpol, die gelbe Angstenergie. Vor langer Zeit gab es einen Krieg, den die Willenskraft gewann. Zur Sicherheit hielten wir die Angstenergie eingeschlossen und erzählten keinem, nicht mal dem Chor davon. Nun, wenn ihr es getan hättet, hätten wir sie schützen können. Nein, diese Macht kann keinem anvertraut werden. Wir mussten miterleben, wie sie missbraucht wird. Aber jetzt haben die Manhunter Teile der gelben Angstenergie abgezapft. Und wir wissen nicht, was sie damit vorhaben. Wächter, könnt ihr uns hören? Manhunter greifen Samaron an. Sie setzen gelbe Angstenergie ein. Viele meiner Kriegerinnen sind tot. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen nach Samaron aufbrechen. Die Manhunter sind auf dem Weg nach Bayard. Vielleicht ist es aber auch ein Ablenkungsmanöver. Jordan könnte recht haben. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und überprüfen beide Welten. Ich übernehme Bayard. Ich will ein paar Stahlschädel knacken. Und ihr Loser, fangen wir an! Ilovoch mag nicht daran denken, aber wenn die Wächter keinem von der gelben Energie erzählt haben... Woher wussten die dann, wo sie suchen müssen? Glaubst du, einer der Wächter ist ein Verräter? Unmöglich. Das ist schon einmal vorgekommen. Genug. Samaron liegt vor uns. Ich übernehme die gelbe Energie. Jordan, suche Königin Agapo. Kilowog, viel Erfolg auf Bayot. Jordan, ich bin dort, wo, wie hieß sie noch gleich, ihren Funkspruch abgesetzt hat. Aber sie ist nicht hier. Agapo, Königin der Zamaronerinnen. Ihr Volk und die Wächter gehörten einst zur gleichen Spezies. Differenzen führten zur Spaltung. Was? Die Königin? Und unsere kleinblauen Jungs? Zeig ein wenig Respekt. Ohne die Wächter wäre das Universum schon längst im Chaos versunken. Ich hab sie gefunden. Sie kämpft gegen Manhunter und scheint keine Hilfe zu brauchen. Oh, zu früh gefreut. Sie haben die Kavallerie gerufen. Königin Agapo. Sag nichts. Die Wächter schicken einen Frischling. Konnten sie keinen Veteranen entbehren?
Jetzt begreife ich, wieso Oan dich schickte. Du bist sehr gut. Ihr seid aber auch nicht gerade übel. Zurück! Die Kristallbarriere muss abgesenkt werden, wenn wir passieren wollen. Ich nehme an, die Manhunter hatten es auf eure gelbe Angstenergie abgesehen. Gelbe Angstenergie? Oh nein, wir haben keine. Auf Zamaron regiert die violette Liebesenergie. Manhunter-Schiffe! Röppling, wir müssen schnellstens zur Halle des Wissens. Wieso? Dort lagert das Geheimnis der violetten Energie. Teleportationstor-Generator. Es werden Tausende hindurchkommen und zu denen stoßen, die bereits hier sind. Sie müssen zerstört werden. Bereit, wenn ihr seid, AP. Ich weiß, was zu tun ist. Kommt ihr mit den Stahlschädeln klar? Sorge dich nicht um mich, Mensch. Gut, solltet ihr mich brauchen. Unwahrscheinlich. Komm, Schrottbirne, zeig mal, was du drauf hast. War das etwa alles? Ich bin dran. Was? Baseball? Na, von hier aus. Yeah.